Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier geht's weiter mit der Podcast-Reihe Land of Shadows, New York City Stories. Mein Name ist Samuel Walter. Ich habe den Roman geschrieben, beziehungsweise ich bin dabei, diesen Roman gerade zu schreiben. Und die Teile, die ich für gut befinde, die gereviewt wurden, wo ich sage, okay, das kann man jetzt mal vorzeigen, die werde ich im Rahmen von dieser Podcast-Reihe ja, auf YouTube zur Verfügung stellen. Genau, viel Spaß damit. Land of Shadows, New York City Stories, Kapitel 1. Detective Bell schlug den Kragen seiner braunen Lederjacke hoch und vergrub die Hände in seinen Taschen. Es regnete diese Nacht nicht, aber es war heute kälter als die letzten Tage und scheinbar ging der Herbst langsam in den Winter über. Wenn ja, dann würde Bell bald wieder seinen langen und dicken Mantel anziehen müssen. Gerade bei seinen Beschattungen war es wichtig, dass es ihm nicht kalt wurde. Durchgefroren denkt man langsamer und trifft übereilte Entscheidungen, damit sich wieder etwas tut. Wenigstens blieben seine Füße schön warm. Er hatte vorsorglich seine dickeren dunklen Schuhe angezogen, falls er länger draußen rumstehen musste. Bell war davon ausgegangen, dass sein Ziel ein wenig auf sich warten ließ, wenn er in besagter Seitengasse verschwunden war. Und so wartete Bell in einer Seitengasse gegenüber und beobachtete, was sich in seinem Umfeld tat. Er wusste nicht, ob seine Spur ihn zu seinem eigentlichen Ziel führen würde, aber ein Versuch war es wert. Bell arbeitete seit 27 Jahren für die New Yorker Polizei. Er hatte seine Ausbildung zum Streifenpolizisten mit 17 Jahren angefangen und sich dann langsam über die Jahre hochgearbeitet. Inzwischen arbeitete er als Detective bei der paranormalen Abteilung des NYPD. Eine Führungsposition hatte er nie angestrebt, dafür mochte er die Arbeit auf der Straße inmitten der New Yorker Bevölkerung viel zu sehr. Außerdem liebte Bell die Arbeit als Detective. So fiel es ihm leicht, die nötige Leidenschaft und Opferbereitschaft aufzubringen, um seinen Job gut zu machen. Es machte ihm nichts aus, sich die Nächte für seinen aktuellen Fall um die Ohren zu schlagen oder weniger als üblich zu schlafen. Sein charismatisches Auftreten und sein gutes Erscheinungsbild erbrachten ihm die ein oder andere Information. Bell war 1,90 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und dunkle Augen. Sein Bart war meistens 3 Tage alt, je nach Fall konnte dieser aber auch länger sein. Von der Statur her war Bell schlank und sportlich. Er achtete darauf, dass er nicht zu viel trank und nur gelegentlich rauchte. Somit konnte er durch sein regelmäßiges Training eine gewisse Fitness halten. Da er oft zu Fuß unterwegs war und auch schnell mal in die ein oder andere körperliche Auseinandersetzung kam, war es für seine Arbeit nicht hinderlich, wenn er körperlich fit war. Sein Ziel für diesen Abend hieß Jimmy. Jimmy, der kleine Scheißer, der hin und wieder Botendienste für den fetten Chong übernahm, konnte etwas wissen. Bell war weder an dem fetten Chong noch an Jimmy interessiert, aber er wusste, dass Jimmy momentan wieder einen seiner Botendienste für Chong erledigte. Und er wusste auch, dass Chong ziemlich stinkig werden würde, wenn Jimmy das vermasselt. Also würde Bell Jimmy ein wenig ärgern und die Infos so hoffentlich aus ihm rausquetschen. Es war ein Versuch wert. Wenn er nichts wusste, dann hatte Bell ihm wenigstens mal wieder ein wenig auf die Füße getreten. Der kleine Jimmy wurde wohl langsam ein wenig überheblich. Zumindest hatte Bell das aus Jimmys Umfeld erfahren. Bell verließ die Seitengasse nicht, denn er wusste, dass Jimmy aus seiner Seitengasse wieder auftauchen würde, wenn er seine Geschäfte hinter der angerosteten Kellertür erledigt hatte. Des Weiteren war die Seitengasse eine Sackgasse, und da Jimmy in letzter Zeit so großspurig unterwegs war, würde er sich wohl kaum irgendwo rausschleichen. Hinter der Kellertür befand sich eine illegale Bar, in der sich ausgewählte Mitglieder der hiesigen Gang des Viertels trafen. Das Viertel war nicht so mies, dass die Gang offen irgendwelche Türsteher platzieren konnte. Dennoch war die Seitengasse sicherlich kameraüberwacht und die Türsteher befanden sich direkt hinter der angerosteten Stahltür. Bell hatte keine große Lust, sich mit ein paar Mitgliedern der Nine Fifth anzulegen. Sein Interesse galt Jimmy. Wahrscheinlich prahlte dieser momentan mit irgendwelchen Schlägern der Nine Fifth herum, während er draußen in der Kälte stand. Die Nine Fifth waren nicht besonders gefährlich, man sollte sie aber auch nicht unterschätzen. Sie zeigten bis jetzt keinen besonderen Drang zur Gewalt, dennoch waren sie bewaffnet und würden ihr Territorium verteidigen, wenn es erforderlich war.
Wenn man sie provozierte oder ungefragt in ihr Territorium eindrang, musste man schon damit rechnen, dass man sich eine Kugel einfing oder mindestens mit ein paar gebrochenen Knochen nach Hause kam. Von Jimmy ging noch weniger Gefahr aus als von der 9/5. Er war ein unbeholfener Maulheld und würde es vorziehen, aus jedem Konflikt zu fliehen, wenn sich ihm die Gelegenheit zur Flucht bot. Von seiner Statur her war Jimmy auch keine imposante Gestalt, sondern eher schmächtig. Er hatte eine durchschnittliche Körpergröße von 1,75 Meter und dünne Arme und Beine. Bell wusste jedoch, dass er, wenn es drauf ankam, durchaus flink sein konnte. Dadurch, dass er so unbeholfen wirkte, verzieh man ihm schnell seine Prahlerei und es machte ihn sogar ein wenig sympathisch. Hier lag Jimmys große Stärke. Durch seine Unbeholfenheit wirkte er keineswegs gefährlich. Das kombiniert mit seinem charmanten Lächeln, den dunklen Locken und den dazu passenden dunklen Augen öffnete es ihm doch so manche Tür. Befand er sich mal in bestimmten Kreisen, schnappte er auch das ein oder andere auf. Der fette Chong hingegen war ein ganz anderes Kaliber. Wie der Name schon erschließen lässt, handelt es sich um einen adipösen Asiaten. Chongs Alter war schwer zu schätzen, da seine Haut kaum Falten auswies und sein Haar noch immer tiefschwarz war. Er musste jedoch schon die 50 Jahre überschritten haben. Durch die Geschichten, die man hörte, seinen Ruf und dadurch, dass er schon lange im Geschäft war, konnte er nicht viel jünger sein. Abgesehen von seiner Größe, er war knapp 2 Meter groß und seiner Körperfülle, wirkte Chong zunächst ungefährlich. Sein Auftreten war auf den ersten Blick recht friedlich und er hatte eine ruhige Art zu reden. Auf den zweiten Blick erkannte man jedoch die Skrupellosigkeit und die Brutalität, die dieser Mann in sich trug. Er hatte keine Probleme damit, physische oder psychische Gewalt auszuüben, sich selber die Finger schmutzig zu machen oder Befehle zu erteilen, die für das Ziel mehr als unschön waren. Chong war erstmal niemand, den man verärgern oder gar gegen sich haben wollte. Neben seiner Brutalität stand er in direktem Kontakt zur chinesischen Mafia und hatte einflussreiche Kontakte in New York. Inwieweit Chong Einfluss außerhalb von New York hatte, war nicht geklärt. Sein Arm hatte aber schon den ein oder anderen Flüchtigen eingeholt. Da gab es zum Beispiel diesen Mr. Flint, der meinte, er sei in Washington D.C. sicher. Er hat es gar nicht so schlecht angestellt, war in New York abgetaucht und ist unter anderem Namen in Washington D.C. 3 Wochen später wieder aufgetaucht. Dennoch hat Mr. Flint 6 Monate später ein sehr unschönes Ende gefunden, in das mehrere Küchengeräte involviert waren. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der New Yorker Novemberkälte tauchte Jimmy wieder auf. Er hatte sich knappe 2 Stunden in der Kellerbar rumgetrieben. Bell ging davon aus, dass er dort wahrscheinlich unwahre Geschichten erzählt und den ein oder anderen Drink genossen hatte. Wichtiger für Bell war jedoch, dass Jimmys graue Umhängetasche inzwischen gefüllt war. Er hatte also die Ware für den fetten Chong entgegengenommen. Jimmy schaute sich beim Verlassen der Seitengasse nicht mal um, sondern ging einfach die Straße hinunter. Bell lächelte. Es war fast zu einfach. Bell schaute sich um, bevor er ihm folgte. Neben den Straßen checkte er auch die umliegenden Dächer. Man konnte zum einen nicht vorsichtig genug sein, zum anderen hatte er es schon öfters erlebt, dass er nicht der einzige Verfolger war. Jimmy lief die Straße hinunter. Bell folgte ihm unauffällig. Er wollte warten, bis Jimmy das Gebiet der 9/5 verließ, um ihn dann zu stellen. Als es soweit war, bog Bell in eine Seitengasse ein, beschleunigte seinen Schritt und überholte Jimmy in einer Nebenstraße. Ein bisschen Bewegung nach dem langen Rumstehen tat Bell gut und brachte ihn wieder auf Betriebstemperatur. Bell hatte sich einen möglichst unbelebten Teil des Straßennetzes für sein Manöver ausgesucht. So gut das in New York eben möglich war. Jetzt wartete er eine Seitengasse weiter auf Jimmy. Bell hatte ihn schon gesehen. Er war noch ein Stück weg und kam genau in seine Richtung. Bell zog sich wieder aus Sichtweite in die Seitengasse zurück und nutzte die Zeit, um seinen Puls zu beruhigen. Er wollte nicht abgehetzt wirken, wenn er mit Jimmy in das Gespräch einstieg. Er wartete, bis Jimmy auf Höhe der Seitengasse war. Dann machte er 2 große schnelle Schritte und positionierte sich direkt vor Jimmy. Jimmy hatte die Hände tief in die Jackentaschen vergraben und war eben noch dabei gewesen, gemütlich seines Weges zu gehen. Er schaffte es gerade noch abzubremsen und schaute erschrocken in Bells Gesicht. Als er erkannte, dass er den Detective vor sich hatte und nicht ein feindliches Gangmitglied, war er kurz beruhigt, bis sich gleich darauf eine andere Nervosität bei ihm einstellte. »Hey, Bell, mein Bester«, brachte Jimmy schließlich hervor, »schon lang nicht mehr gesehen.«
Bells blaue Augen blitzten unter seinem dunkelgrauen Hut hervor und fixierten Jimmy. Ja, schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich dachte, ich schau mal vorbei. Bell legte den Kopf zur Seite und grinste in Jimmys Richtung. Jimmy blickte von einer Seite zur anderen und wägte seine Fluchtmöglichkeiten ab. Jimmy wusste aber auch, dass er gegen Bell keine Chance hatte. Bell war ein verfluchter Magier. Er hatte einiges auf dem Kasten und hatte ihn zudem noch kalt erwischt. Bell hingegen hatte Jimmy da, wo er ihn haben wollte. Er war jedoch nicht so dumm zu glauben, dass Jimmy nicht etwas Unüberlegtes tun würde. Zu oft hatte er es schon erlebt, dass einfache Ziele plötzlich eine Waffe auf ihn richteten oder noch ein Ass im Ärmel hatten. Jimmy hingegen sah momentan nicht so aus, aber man wusste nie, was als nächstes passierte. Bell nahm seinen dunkelgrauen Hut ab und kratzte sich mit der linken Hand am Kopf. »Weißt du, Jimmy, ich glaube, wir können uns beide helfen.« Jimmy schaute etwas verunsichert und wenig erfreut in Bells Richtung. »Du warst gerade bei der Nine Fifth und hast eine Lieferung für den fetten Jong in deiner Umhängetasche, richtig?« Jimmy schluckte. »Ich glaube, es handelt sich um den Erlös einer der Waren, die der fette Jong hier im Viertel der Nine Fifth vertreibt. Du bist wohl aufgestiegen, darfst jetzt wichtigere Sachen übernehmen.« Jimmys Gesichtsfarbe hatte sich deutlich verändert und er hatte kleine Schweißperlen auf der Stirn. Als ob der fette Chong mich sowas machen lassen würde. Bell konnte den trockenen Mund und die zittrige Stimme deutlich hören. Natürlich lässt er dich sowas inzwischen machen. Du hast ihn bis jetzt nie enttäuscht. Deine Botengänge sauber erledigt. Du bist ein unauffälliger Niemand, der von einem Viertel zum nächsten läuft und unter dem Radar der Cops und der Gangs bleibt. Du kennst deine Routen und du weißt, wie man nicht auffällt. Du bist nicht blöd, Jimmy. Ich aber auch nicht. Ja, und jetzt? Fragte Jimmy ein wenig ratlos. Er wusste nicht, auf was Bell zum Teufel hinaus wollte. Du bist aber auch unvorsichtig geworden, Jimmy. Du schaust dich nicht mehr um, nimmst deine alten Routen. Scheiße, Bell, was willst du? Du kommst doch nicht hierher, weil ich ein bisschen Kohle oder Ware für den fetten Chong durch die Gegend trage. Wie ich sage, du bist nicht dumm, Jimmy. Ich brauche ein paar Infos von dir und wenn ich die von dir habe, dann kannst du weitergehen und deinen Boss glücklich machen. Was für Infos? Fragte Jimmy, der den ersten Schock inzwischen verdaut hatte, leicht genervt. Hey, vorsichtig. Das kann hier auch anders laufen. Ich lasse dich hier auf jeden Fall gehen, aber vielleicht behalte ich deine Ware und dann kannst du dem fetten Chong erklären, wo sein Zeug geblieben ist. Naja... Dann erkläre ich ihm halt, dass du mir das Zeug abgenommen hast? Das erklärst du ihm also, dass ein Detective der NYPD dir Chongs Zeug abgenommen hat und dich dann einfach hat laufen lassen? Einfach so? Das kauft Chong dir dann ab und nimmt dich in seine gewaltigen Arme wie ein Vater seinen geliebten Sohn? Jimmy wusste genauso gut wie Bell, dass es nicht so laufen würde. Chong würde Jimmy im schlimmsten Fall einfach ersetzen. Im besten Fall würde Chong dafür sorgen, dass Jimmy so ein Missgeschick nicht nochmal passieren würde. Letztendlich würde Chong Jimmy dafür verantwortlich machen, dass seine Lieferung weg war. Er hatte sie ihm schließlich anvertraut. Okay, okay, ist ja gut, Bell. Was willst du, verdammt? Das war Land of Shadows, New York City Stories, Kapitel 1, der erste Teil. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Bell und Jimmy weitergeht, dann lasst gerne ein Abo da. Über Anmerkungen freue ich mich in den Kommentaren. Ihr könnt das Video gerne teilen, um mich zu supporten. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Bis dahin, ciao.